Die Antoniuskirche in Graz wurde 1602 vollendet. Sie war Teil der ersten Niederlassung des Kapuzinerordens in der heutigen Steiermark. Wie kam es dazu? Der damalige Landesherr Ferdinand II. Berief den Orden nach Graz, um ihn bei seinen vehementen Maßnahmen gegen die Reformation zu unterstützen. Das Altarbild ist beredtes Zeugnis davon. Rechts unten sehen wir Ferdinand selbst in einem schwarzen Harnisch gerüstet, um in den Kampf gegen den, seiner Meinung nach, falschen Glauben zu ziehen. Er ließ protestantische Schriften verbrennen und Menschen ausweisen. Das Spruchband in seiner Hand zitiert Psalm 119, Vers 15 und besagt: Weiche zurück von mir, ihr Bösen. Ich will die Gebote meines Gottes befolgen. Diesen ruft er auch in der oberen Bildhälfte an. Ein auferstandener Christus schwebt über dem Antonius von Padua rechts, dem die Kirche geweiht ist, und der Stadt Graz, die ihm von anderen Heiligen zum Schutz angeboten wird. Mittlerweile gehört die Antoniuskirche zum Volkskundemuseum. Im Zuge des Umbaus und der Neuorientierung der Ausstellung wurde die Kirche erstmals barrierefrei an das Museum angeschlossen. Ebenso wie die Empore. Weitere Details und interessante Informationen zur Geschichte der Kirche und des Areals können Sie in der neuen Ausstellung des Volkskundemuseums erfahren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.